Grüß Gott, verehrte Zuschauer, hier ist es wieder, das Fernsehen aus Freising Stadt und Land. Wir hoffen auch heute wieder, dass das, was wir für Sie aufbereitet haben, Ihr Interesse findet. Beginnen wir heute mit einigen Ausschnitten aus einem Gespräch, das mein Kollege Bernd Fischer mit einer Schauspielerin geführt hat, von der Sie sicher einmal wissen wollen, wie sie sich gibt, wenn sie nicht gerade auf der Bühne steht. Danach sehen Sie noch einige interessante Beiträge von unserem Team von AV Audiovision. Liebe Zuschauer unserer Sender Freising, Ingolstadt, Rosenheim und natürlich auch unsere vielen Zuschauer auf Kanal 4 im Großraum München, ich begrüße Sie ganz herzlich zu High in Society. Heute befinden wir uns einmal vor einer ganz anderen Kulisse und zwar in den heimischen vier Wänden einer wirklich charmanten Dame. Sie kennen sie alle aus verschiedenen Fernsehspielen und Fernsehproduktionen und nicht zuletzt aus der bekannten Serie Ein verrücktes Paar. Ich begrüße ganz herzlich Grit Böttcher. Grüß Sie. Grüß Sie auch. Frau Böttcher, gleich zu Anfang. Sie spielen zurzeit die Hauptrolle in dem Stück Liebeskarussell von Anna Bonacci an der Kleinkomödie im Bayerischen Hof. Ne? Dieses Stück erzählt so ziemlich amüsanterweise von einem Komponist einer englischen Kleinstadt, der versucht, also aus eigener Kraft Karriere zu machen. Jetzt ist es natürlich naheliegend zu fragen, was war denn das Sprungbrett zu Ihrer Karriere? War es mehr Zufall, sodass Sie in die Branche gestolpert sind? Nicht. Oder eben, sagen wir mal, die Bekanntschaft mit einflussreichen Persönlichkeiten oder aus innerer Überzeugung? Wir waren... Du kommst noch nicht dran, mein Schatz. Mama erzählt erst, wie sie angefangen hat, weißt du? Warte mal, Mama. Ich jetzt bin ich aber dran. Dann machst du das fest. Warte, Mama, erzähl im Moment. Das gleich erzählen? Ich habe eigentlich angefangen, als ich so klein war wie er. Ja, ja. Mit Spielen, die ich für meine Geschwister, das heißt ein bisschen größer, weil ich schon schreiben konnte, für meinen Bruder und meine Schwester. Und die erinnert sich jetzt noch, also, dass wir in Weihnachtsfeiern so mit Krepppapier-Dingern Weihnachtsstücke geschrieben haben und auch aufgeführt haben für... mein Vater hatte er, da er alles verloren hat im Krieg in Brandenburg an der Havel, da hatte er sich wenigstens, um im Grünen zu sein, um naturverbunden zu sein, wie wir eben auch, hat er sich einen Schrebergarten in Berlin gemietet und da war ich meistens mit ihm da und dann Schrebergarten haben also wirklich was Wundervolles, auch Gefeste und die haben auch Weihnachtsfeste und die Weihnachtsfeste habe ich eben dann bestückt mit selbstgeschriebenen Sachen und da fing auch mein Beruf an, wie eben er denn gerne halt hätte, aber alles andere, der verfolgt möglicherweise die Linie, denn vorher vor mir war ja nichts in dem zu sehen, mein Großvater väterlicherseits war Schuldirektor und Bauer in einer Stadt, wo die drei, vier Klassen hatten und mein Vater war sehr musikalisch, aber er war Offizier, ein Zwölfender, wenn ich ein halbes Jahr gefehlt hätte und also alles eigentlich mehr beamtig und mehr so oder jedenfalls nicht von meinem Beruf und keine Produktion und kein gar nichts konnte mich dahin bringen, das zu werden, was ich werden wollte. Aber ich hatte es in mir und sowas muss man haben. Also Frau Böttcher, jetzt noch eine andere Frage. Entschuldige, wenn ich Sie unterbreche. Wenn Sie sich also auf dem Theater, Sie haben das vorher angesprochen, wenn Sie arbeiten, wenn Sie sich auf ein Theaterstück oder auf ein Fernsehspiel vorbereiten, wo entwickeln Sie Ihre Ideen? Ist es jetzt beim Spazierengehen also, oder beim Autofahren, beim Busfahren, wenn Sie mit Ihren Tieren umgehen? Sie haben ja hier eine Menge Tiere. Wo kommen Ihnen die Ideen oder wo können Sie am besten schöpferisch arbeiten? Das würde mich jetzt mal interessieren, ja, wenn das, was Sie später der Öffentlichkeit präsentieren. Ich würde sagen, nicht immer, wenn ich allein bin, aber wenn ich einsam bin, dass es komisch ist, dass ich trotz all diesem nochmal rum eigentlich ein Stück Einsamkeit in mir habe. Und dieses Stück Einsamkeit einerseits... tut es mir weh, andererseits schöpft es irrsinnig auf, denn ich sage mir immer, ein Schlamm, den du nicht ein bisschen aufwühlst, kannst nichts finden drin. Nicht? Also muss ich was. Dann kommt es also davor, dass ich mit meinen Hunden gehe, hier an der Isar lang oder. Und dann merke ich was, oder ich höre schöne Musik und sitze am Kamin, oder nachts, ich wache sehr nachts auf, weil. Erstens ist mein Hausfrauenohr immer wach in dem Haus. Es tut sich schon einiges es hier. Tut sich eine Tochter, einen kleinen Sohn, der ja, hier auch ziemlich Wind reinbringt. Das haben wir vorher auch gesehen. Ja. Aber das ist gut, das mag ich auch.
Und, vor allem, Sie wohnen ja hier sehr, sehr ruhig. Sie haben hier, genau, also Sie können hier wirklich sicher... Ich brauche das auch. Ich bin zwar in Berlin geboren, bin aber mehr als die Hälfte meines Lebens hier in München. Mhm. Also bin eigentlich Münchnerin oder jetzt Ismaningerin. Und ich liebe dieses Dorf irgendwie. Mhm. Also jedenfalls die Menschen, die hier sind. Ja, ja. Da kannst du mal hingehen, sagen, also mit der Bäuerin Walli sprechen oder der Dasch kommt oder die Bäckerei hier da vorne, sage ich, hab da nicht ein bisschen altes Brot für meine Hühner und so. Also die, eigentlich alles so da. Alles da, aber das ist auch das Tolle, dass das die Leute hier im Dorf und eigentlich überall mir kranke Kinder, Hühner oder Hunde oder Hasen, was sie finden, mir bringen. Und dann hat es mich letztens so geärgert, in einem Bild, in der Bildzeitung stand mal drin, ich hätte gesagt, Nerze seien ja doch nur dazu da, um Mäntel zu werden. Also das mir. Und dann haben also 5 Leute haben geschrieben, jetzt habe ich manchmal nur so böse und sie wären doch eine Frau mit Herzen, jetzt machen sie sowas. Also habe ich die 5 Leute, die natürlich nie ihren Telefonnummer hatte ich rausgesucht. Da habe ich mit denen gesprochen, bis auf einen in Frankfurt, sind sie alle drauf eingegangen irgendwie. Weil man kann mir das gar nicht denken, dass ich sowas, zumindest so denke, es kann vielleicht daher kommen, dass ich mal mit der Annie Ondra über Nerze sprach. Ja, und die hat natürlich eine Farm gehabt, wo die Tiere nicht kaputt gingen. Ich kümmere mich um Schildkröten, kleine, jeder hat so etwas, andere kümmern sich um Robben und das und das und das. Und habe meine Tiere hier und ich meine, es ist doch nicht nur ich selbst, sondern auch die ganzen Leute. Das ist klar, Sie haben hier sehr viele Tiere. Jetzt zum Beispiel, unlängst hat ja in München eine Demonstration stattgefunden, das wissen Sie ja, gegen Nerze und Pelze. Ja, da sollte ich hin. Würden Sie da hingehen oder sicher? Ja. Ich natürlich würde, um eben das zu vermeiden. Also, eben. Ich habe gebettelt, was ich nie wollte. Als ich 3 war, musste ich, glaube ich, bei der Rückflucht aus der Tschechoslowakei, dann haben die Soldaten Brot gekriegt. Meine Mutter sagt, schönes blondes Mädchen, geh du mal hin, frag mal auch nach ob wir 3 Brote kriegen. Und jetzt, nein, und da sage ich, ich bitte nichts mehr um. Und auf dem Marienplatz habe ich für AIDS-kranke Kinder gebettelt. Ich habe gesagt, Kinder, wenn ihr da nicht hingehen wollt, dann spendet doch. Und ich habe in der Stunde 1000 Mark eingenommen. Das war viel. Ich hatte meine Kinder mit und die sind nun gesund, Gott sei Dank. Und die Nerze, da habe ich keine Zeit gehabt, also Nerze schon, aber für die Tiere auch. Ich meine, ich finde es wichtig, dass, wenn Computer gibt es dafür, gut, aber ich finde es wichtig, dass man Tierversuche macht für Kranke, für Krankheiten, die also sonst eine ganze Menschheit vernichten könnte. Ich habe auch damals immerhin, wo mein Mann so also qualvoll an Leukämie oder Leukose oder Rückenmarkskrebs gestorben ist, da habe ich ihn öffnen lassen und habe gesagt, das gebe ich der Wissenschaft. Und ich habe gesagt, vielleicht gibt es ein paar Tiere, wo die ein bisschen mehr noch, wo ein Mann, der eine Familie hat, erhalten werden müsste oder auch egal wer auch immer, nicht nur meiner, sondern überhaupt allen oder die Menschen, die krank irgendwo liegen und vielleicht nur fernsehen können und vielleicht durch irgendeine Versuche dann gesund gemacht werden können, aber für Rouge, Lippenstift, Cremes, also wirklich nicht. Also dann nehmen Sie Abstand. Aber völlig. Ah, ja. Und ich habe immer Angst, dass mir eins gestohlen wird, einfach von zur. Na, da nehme ich Abstand von. Aber was, da können Sie doch was anderes tun, oder? Am vergangenen Wochenende fand in Augsburg ein Kongress mit dem Thema Junge Generation statt, zu dem der Bund der Vertriebenen Landesverband Bayern einlud. Dr. Hubert Wagner unterhielt sich mit dem neuen Bonner Generalsekretär Hartmut Koschig. Herr Koschig, die Integration der Heimatvertriebenen in der Bundesrepublik Deutschland gilt im Wesentlichen als abgeschlossen. Zugleich gelten nach weitläufiger Überzeugung die Grenzen in Deutschland, in Europa als festgeschrieben. Was ist in dieser Situation im Zentrum der Anliegen und der Aussagen und der Ziele des Bundes der Heimatvertriebenen Ende der 80er Jahre? Vielleicht 2 Korrekturen. Die Integration der Heimatvertriebenen ist nur zum Teil abgeschlossen. Wir haben Hunderttausende von Deutschen, die heute als Aussiedler zu uns kommen. Die gilt es sozial, wirtschaftlich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Das ist nach wie vor eine uns sehr in Anspruch nehmende Aufgabe. Was Sie zu den Grenzen gesagt haben, hier gilt das Völkerrecht, hier gilt das Verfassungsrecht. Die deutsche Frage ist offen. Das hat das Bundesverfassungsgericht erklärt, auch durch die Ostverträge ist über die Grenzen
Deutschlands nicht entschieden werden. Das kann erst in einem Friedensvertrag getan werden. Und das ist eine der Hauptaufgaben unseres Verbandes, deutlich zu machen, dass die deutsche Frage offen ist, dass wir und nicht nur die Vertriebenen, sondern alle Deutschen, weil das Bundesverfassungsgericht hat nicht nur für die Vertriebenen, sondern für alle Deutschen gesprochen, die offene deutsche Frage in die aktuelle Tagespolitik einzubringen haben. Wir fordern deshalb, dass Schritte zur Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas in alle nationalen wie internationalen politische Gespräche eingeführt werden sollen. Eine weitere Hauptaufgabe unseres Verbandes ist, dass wir uns als Sachwalter der unterdrückten Deutschen heute jenseits von Mauer und Stacheldraht, 17 Millionen Deutsche in Mitteldeutschland, über 3 Millionen Deutsche in den Staaten des Ostblocks. Wir treten für deren elementaren Menschenrechte ein. Wir treten dafür ein, dass sie ihre Identität als Deutsche erhalten können. Das ist auch ein Auftrag, den das Verfassungsgericht an die ganze Bundesrepublik Deutschland, an alle hier in Freiheit lebenden Deutschen gerichtet hat, dass wir für diese Deutschen Schutzpflicht haben. Und eine weitere Hauptaufgabe unseres Verbandes ist, dass wir einen Beitrag dazu leisten wollen, zur Bewahrung, wissenschaftlichen Erforschung und Fortentwicklung des Anteils, und zwar des kulturellen und geschichtlichen Anteils der Vertreibungsgebiete an unserer Gesamtgeschichte und Gesamtkultur. Wenn wir als deutsches Volk nicht wissen, woher wir kommen, werden wir nicht wissen, wohin wir gehen. Und zur Geschichte und zur Kultur unseres Volkes gehört auch die Geschichte der Vertreibungsgebiete und die Kultur der Vertreibungsgebiete. Am kommenden Donnerstag beschließt der Rundfunkrat des Bayerischen Fernsehens verschiedene Personalentscheidungen. Im Vorfeld ist es zu einer Reihe von Kontroversen gekommen. Verschiedene Vorschläge von Intendant Reinhold Fürth wurden bereits abgelehnt. Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bayerischen Landtag, Karl-Heinz Hirsemann, führt diesbezüglich die Opposition im Rundfunkrat des Bayerischen Fernsehens an. Dr. Hubert Wagner unterhält sich mit ihm. Herr Hirsemann, ein Feld, wo Ihre Kritik an Personalpolitik mit der Frage, wie sich Ihre argumentative Form der Auseinandersetzung durchsetzen kann, zusammenfällt, ist die Kritik, die Sie an der Politik, die mit dem Bayerischen Rundfunk getrieben wird, geübt haben. Wie ist denn hier Ihre persönliche Einschätzung und die Einschätzung Ihrer Partei über die Entwicklung, die sich jetzt nach den personellen Umbesetzungen für die Zukunft abzeichnet? Wir hatten ja die Situation, dass vor einigen Jahren der Artikel 111a über einen Volksentscheid geschaffen wurde, der postuliert die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das heißt aber dann konkret auch in den Strukturen, dass sich die gesellschaftlich relevanten Gruppen im Rundfunk wiederfinden müssen. Das, was der Intendant jetzt vorgeschlagen hat, wohl gar nicht so sehr aus eigenem Antrieb, sondern ziemlich in die Mangel genommen, ist ein durchgängiges CSU-Gebilde. Vom Intendanten über den stellvertretenden Intendanten, über die Programmbereichsleiter bis zu den Leitern der Redaktionsgruppen finden sich nur CSU-Mitglieder in der führenden Position oder CSU-nahestehende Personen. Alle anderen gesellschaftlichen Gruppierungen finden nicht statt. Das kann nicht in Ordnung sein. Programme werden von Menschen gemacht. Und Ausgewogenheit, eine Verpflichtung des Öffentlich-Rechtlichen, aber auch der privaten Medien. Ausgewogenheit kann ja nur dann stattfinden, wenn von Personen nicht einseitig Programm gemacht wird. Das ist eine Entwicklung, die ich zutiefst bedauere. Auch eine Entwicklung, die in keinem anderen Rundfunksender in der Bundesrepublik Deutschland so stattgefunden hat und stattfindet. Hat man sehr wohl auch im personellen Bereich auf Ausgewogenheit gesehen. Und ich versuche halt jetzt, nachdem weder die CSU noch die Sozialdemokraten in diesem Rundfunk die Mehrheit haben, an die parteiunabhängigen, die sogenannten grauen Rundfunkräte zu appellieren, diesen Durchmarsch der CSU nicht mitzumachen. Die Mehrheit des Rundfunkrates, und das sind die Grauen, haben ja schon bei der Benennung des Herrn von Nojewski damals Nein gesagt. Ich meine aus sehr wohl erwogenen Gründen. Ich hoffe, sie tun das bei den jetzigen Plänen auch. Es kann im Interesse von niemandem in Bayern liegen, nicht mal von der CSU, dass dies ein durchgängiges CSU-Fernsehen, ein durchgängiger CSU-Rundfunk wird.
Am 11. November verlieh die Bayerische Landesstiftung ihre diesjährigen Preise. Einen Kulturpreis erhielten dabei der Leiter der musikwissenschaftlichen Sammlungen in der Bayerischen Staatsbibliothek, Dr. Robert Münster, sowie Monsignore Alois Kirchberger, Kirchenmusikdirektor im Bischöflichen Ordinariat in München, für ihre Verdienste bei der Wiederentdeckung der Musica Bavarica. Die Laudatio hielt Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Im Anschluss daran hören Sie ein kurzes Stück des Freisinger Komponisten Augustin Ullinger, Kammerkompositeur des Freisinger Fürstbischofs Ludwig Josef von Welden. Den Kulturpreis der Bayerischen Landesstiftung 1987 erhalten die Initiatoren der Musikreihe Musica Bavarica, Herr Dr. Robert Münster und Monsignore Alois Kirchberger. Wenn der Leiter der Musiksammlung der Bayerischen Staatsbibliothek und der Kirchenmusikdirektor der Erzdiözese München und Freising den Entschluss fassen, längst vergessene Musikwerke des 17. und 18. Jahrhunderts aus Altbayern zu neuem Leben zu erwecken, dann entsteht ein Werk, das sich nur mit der Wiederentdeckung der Kunst und der Literatur des bayerischen Barock vergleichen lässt. Während aber eine ganze Reihe von Kunst- und Literaturhistorikern an der Wiederbelebung des Barock beteiligt werden, ist die altbayerische Musik dieser Epoche von Dr. Robert Münster und Monsignore Alois Kirchberger allein der Aufführungspraxis unserer Tage zugänglich gemacht worden. Vor 30 Jahren begann alles. Damals vertieften sich die beiden Herren in den Notenbestand des ehemaligen Augustiner Chorherrnstiftes in Bayern. Dabei kamen sie zu folgendem Schluss: Hier und in anderen Klöstern und Kirchen Bayerns verbergen sich Kunstschätze, die nicht länger unbeachtet bleiben dürfen. Diese Ausgrabungsarbeit sollte sowohl wissenschaftliche als auch aufführungspraktische Früchte bringen. Es ging darum, einerseits die Werke zu katalogisieren, sie wieder in Druck zu veröffentlichen, aber ferner auch darum, sie in die lebendige Musikwelt der Gegenwart zurückzubringen. Wie so oft blieb auch hier die Skepsis der Fachleute nicht aus. Die Wirtschaft lehnte jede Unterstützung mit einem trockenen kaufmännisch uninteressant ab. 10 Jahre lang arbeiteten die beiden Herren hart, bis die erste Schallplatte der auf Privatbasis gegründeten Reihe Musica Bavarica gepresst war. Wegen der kaum nennenswerten Unterstützung war viel Wagemut notwendig. Zunächst einmal mussten ja die längst verschollenen Schätze wiederentdeckt werden. Herr Dr. Münster und Monsignore Kirchberger wurden nicht nur in alten Klosterarchiven fündig, sondern auch auf Kirchenspeichern, Chorimporen, auf den Speichern von Wesnerhäusern, in Schulen und Privatwohnungen. Soweit war nach der Säkularisation ein Großteil des kostbaren Materials ausgelagert und schon bald in Vergessenheit geraten. Damit brach am Anfang des 19. Jahrhunderts eine lange Tradition jäh ab. Die Gründer der Musica Bavarica machten sich zur Aufgabe, sie wieder zu entdecken und dem Publikum erneut zugänglich zu machen. Tausende von Notenhandschriften konnten bis heute gerettet werden. Sie spiegeln die Vielfalt des Musiklebens im 17. und 18. Jahrhundert in den Klöstern Bayerns wider. Neben der Schallplattenreihe werden seit 1967, unterstützt durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, unter Leitung von Herrn Dr. Münster, die Notenbestände aus Kirchen- und Privatbesitz an der Bayerischen Staatsbibliothek katalogisiert. 11 Bände sind bereits erschienen, 8 sind derzeit in Vorbereitung. Den beiden Initiatoren der Musica Bavarica verdanken wir es, dass sich Musiker, Orchester und Musikwissenschaftler innerhalb und außerhalb Bayerns wieder der unermesslichen Schätze bewusst werden, die hier noch immer verborgen liegen, von denen uns durch die aufopfernde Arbeit von Dr. Robert Münster und Monsignore Alois Kirchberger einige wieder zugänglich gemacht wurden. Nunmehr bitte ich Herrn Dr. Robert Münster und Monsignore Alois Kirchberger, zu mir heraufzukommen, den Kulturpreis 1987 der Bayerischen Landesstiftung als Dank und Anerkennung für ihre hervorragende wissenschaftliche und musikpraktische Leistung entgegenzunehmen. Thank you.
Im bevorstehenden Buß- und Bettag sehen Sie nun ein Gespräch, das Dr. Hubert Wagner mit dem Leiter des Evangelischen Presseverbandes, Kirchenrat Dr. Paul Rieger, führt. Herr Dr. Rieger, wenn man die Liste der Feiertage in Bayern so durchgeht, dann fallen neben den vielen Feiertagen, die man sehr gerne feiert, weil es angenehme Thematiken sind, einige Feiertage auf, die etwas kantiger sind. Mhm. Dazu gehört der Karfreitag, dazu gehört der Aschermittwoch, der allerdings schon etwas politisch-folkloristisch abgeglitten ist. Dazu gehört auch der heutige Buß- und Bettag. Welchen Rang hat denn dieser Feiertag in der evangelischen Kirche? Was ist die theologische Botschaft dieses Tages? Zunächst muss man einmal feststellen, dass der Buß- und Bettag weder eine christliche noch eine kirchliche Erfindung ist, sondern eine staatliche. Und zwar führen seine Wurzeln zurück bis in das Staatswesen der Römer. Und von dort aus erklärt sich auch, was Grund und Anlass für solche Bußtage, es gab ja nicht nur einen, es gab mehrere, gewesen ist. Der Grund, ein ganz einfaches Schema, wenn ein großes Unglück passiert ist, wenn Verderben irgendwo drohte, dann besann sich diese Gemeinschaft, ob sie an diesem Verderben und an diesem Unglück nicht selbst schuld ist. Und der zweite Gedanke ist, ob man die Kräfte und Mächte, die das Schicksal lenken, nicht doch einstimmen kann, versöhnlich stimmen kann, dieses Unglück wegzunehmen und zu verhindern. Das ist zunächst mal die ursprüngliche Erfindung. In dem Maße, in dem die christliche Kirche auch in den verschiedenen Staatswesen zur Hauptreligion, gelegentlich auch zur zeitweise zur Staatsreligion geworden ist, hat sie sich mit diesem Denken auch auseinandersetzen müssen. Und bis in das vorige Jahrhundert hinein gab es zwei Sorten von Bußtagen, einmal den vom Staat angeordneten und dann den von der Kirche gepflegten. Erst der religiöse, neutrale Staat, wie wir ihn haben, hat davon abgesehen, Bußtage anzusetzen, und damit ist es zu einer rein religiös-kirchlichen Angelegenheit geworden. In der Kirche spielt dieser Bußtag und dieser Bettag eine sehr wesentliche Rolle. Nicht um die Leute jetzt mit dem Daumen hinunterzudrücken oder um Schimpfkanonaden loszulassen oder das berühmte Spiel, ihr seid böses Hünderlein, zu spielen, sondern auf einen ganz bestimmten Tatbestand unseres Lebens aufmerksam zu machen. Und dieser Tatbestand ist, dass jeder Einzelne für das, was er ist und tut und erfährt und was ihm zustößt, verantwortlich ist, genauso wie er verantwortlich ist für das Gemeinwesen, in dem er steht. Und diese Verantwortung lässt sich ohne religiöse Beziehungen und Kategorien nicht beschreiben. Geben Sie der Versuchung nach, denn dies ist Ihr Schritt in eine neue Welt der Farben und Klänge. Voller Ideen in der Technik und in der Form ganz einfach schön. Vielleicht ist dies der Punkt, auf den Sie so lange gewartet haben. Blaupunkt. Nur ein kleiner Punkt, aber der macht den großen Unterschied. Etwas Neues. Etwas Unglaubliches. Jetzt in Freiburg. Tanzcasino Mondial. Was Sie hier erleben, wird Sie faszinieren. Die Tanzshow, Live-Musik und Dinner. Lassen Sie sich bezaubern im Tanzcasino Mondial, der für hochpreisige Gäste gerade. Freude für Generationen mit einem Markenflügel von Pfefferkorn, ihrem großen Musikhaus im Herzen der Freisinger Altstadt. Und hier eine aktuelle Meldung der Haus- und Krankenpflege im Freisinger Landratsamt. Wir betreuen Sie im Krankheitsfall zu Hause. Unter der fachmännischen Leitung von Erwin Malgrab übernehmen wir Pflege, ambulante Behandlung und Versorgung, erledigen wichtige Besorgungen und Amtsgänge oder fahren Sie zu Ihrem Arzt. Rufen Sie an Freising 68222. Ambulante Haus- und Krankenpflege, Landshuter Straße 31.
Ihre Flöte nur von Pfefferkorn, das Musikhaus im Herzen von Freising. Die Behindertenwerkstätten in Erding-Freising verdienen auch ihre Aufmerksamkeit. Hier Tipp 1, Druckerei. Sämtliche Buch- und Offset-Druckarbeiten, sämtliche Körperdruckarbeiten und natürlich Buchbinderarbeiten. Fragen Sie uns unter Telefon 08161 1400. So, verehrte Zuschauer, das war es wieder einmal für heute. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Aufmerksam möchte ich Sie heute bereits auf unser großes Gewinnspiel in einer unserer nächsten Sendungen machen, bei dem es für die Zuschauer unserer Sender Freising München, Ingolstadt und Rosenheim interessante Preise wie zum Beispiel Mikrowellenplatte zu gewinnen gibt. Damit verabschiede ich mich für heute und bis zum 30. November, wenn es wieder heißt Freising im Bild. Auf Wiedersehen.